So, willkommen meine Freunde zu einem neuen Let's Play Metin2.de Azrael Video. Ich hoffe, bei euch ist alles gut und wir starten direkt. Wir sind aktuell im Erweckungsrassador drin und versuchen immer wieder mal schön die paar Kisten rauszufarmen, denn wir sind ja aktuell wieder dran, das Aura-Gewand verbessern zu wollen. Und wenn man Glück hat, kann man ja aus den Rassador-Truhen, nicht aus den Erweckungstruhen, einen prächtigen Chaosstein ziehen. Seele der Erweckung, blutrote Perle, dünner Faden und ein feiner Erweckungsstein. Damn. Nicht das, was ich wollte. Wir werden dranbleiben und schauen einfach, was wir noch so bekommen. Kommen wir zum nächsten Teil. Das finde ich sehr spannend. Und zwar, ich habe zwei Rüstungen getestet. Einmal mein Schlangenmantel mit TP und Mob. Und einen weiteren Schlangenmantel, den ich mir ausgeliehen habe. Mit Mob-Def und DSS-Def. Genau, jeweils 15%. Ich wollte einfach mal testen, okay, wie viel Damage kassiere ich. Aktuell mit der Rüstung, die ich aktuell trage, um die 2k Damage. Und jetzt habe ich die andere angezogen und ich kriege ungefähr 1000 bis 1200, 300 ungefähr. Also mit den 30%, das kommt schon ziemlich gut hin. Klar, eigentlich ist die Berechnung wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ja, einfach gesagt, die 30% merkst du richtig. Also ich habe anstatt 2000 Damage, kriege ich jetzt 1300. Circa 700 Damage weniger, wobei eigentlich sogar mehr, ungefähr die 800, habe ich auch sehr oft 1k Damage nur bekommen. Natürlich muss man jetzt auch sagen, wir haben 15% weniger Damage, weil 15 Mob fehlen. Merkt man natürlich auch, ne, das sind dann ungefähr so um die 2-3k Damage, die mir dann fehlen. Aber bei der Def glaube ich, dass das schon sehr verkraftbar ist. Gerade wenn man da Grotte 3 vielleicht farmt, war jetzt auch so meine Überlegung. Vielleicht könnte man sich für die Zukunft sowas als neues Projekt setzen, eine Mob-Def-Rüstung zu holen. Vielleicht auch mit DSS da wirklich kombiniert, dass man richtig schön ordentliche Def hat. Aber sowas gibt es halt sehr selten auf dem Markt. Müsste man sich vielleicht mal wieder auf Schlangenruns spezialisieren und vielleicht selber sowas craften. Aber mal schauen, was die Zukunft dahingehend noch bringt. So, nächster Part. Und witzigerweise wieder bei einer Mob-Def-Rüstung. Das ist die Rüstung von Subtilizer. Mob-Def und TP. Def ist auch sogar ziemlich gut. Und da haben wir ein bisschen rumgedreht. Ich glaube, der will Blitz oder Wind-Dev mit TP und TP-Absorbieren ein bisschen drin haben. Aber da drehen wir auch schon ewig rum und da ist bis jetzt nie was wirklich Gescheites gekommen. Ja, da ist auch die Frage, TP und Mob-Dev okay? Würde ich weiß gar nicht, ob ich das so machen würde. Ich glaube, ich würde, wenn ich so eine Def-Rüssi hätte, ich würde wirklich beide Devs nehmen. Ne? Also FKS-Dev und Mob-Dev oder DSS-Dev und Mob-Dev. Bei TP und Mob-Dev bin ich mir nicht sicher. Aber da habe ich leider zu wenig Ahnung, müsste ich mir selber nochmal ein bisschen Gedanken machen. Aber bis jetzt sind die Bonis bescheiden. Aber kommen wir jetzt mal zum nächsten Part. Und zwar, wir haben 5 Alastor-Eier, habe ich mich wieder ein bisschen reinbaiten lassen. Wir öffnen alle 5, aber wir müssen auch erstmal ein paar gescheite Namen geben. Okay, was heißt gescheit? Der erste heißt Marabu. Der zweite heißt der Marabu, das könnt ihr gerne mal auf YouTube eingeben. Ich werde das nicht abspielen lassen, das ist eine Qual. Und dann irgendwann, keine Ahnung, man, ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Pets nennen soll. Der eine hieß dann Silber, der andere heißt Kupfer. Habe ich den letzten genannt? Das weiß ich gerade gar nicht. Den letzten habe ich Blauer Drache. Okay, wie langweilig. Blauer Drache genannt. 5 Pets. Da könnt ihr mal schon mal überlegen. Oder irgendwie am besten kommentieren, was ihr denkt, wie viele Typ 6 herauskommen. Der erste ist Typ 1. 05 TP, 12 Def. Ist okay. 1, 2 TP, 1, 5 Def und Typ 1. Okay, schade. Hätte auch ruhig besser sein können. Drittes Pet. Oh, Typ 6. 09 TP, 19 Def. Sogar völlig in Ordnung. Safe 100 Won kriege ich dafür. So, zweites, vorletztes Pet. Typ 4. Def ist Schrott. Und jetzt haben wir noch das fünfte Pet. Der könnte auch ruhig Typ 6 sein. Ja, okay, wow. Wow. Yes, nice, nice. Geil auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal zu was Wilderem. Und zwar, wir haben wieder 50 Schlangenwaffenherstellungen. Wir haben ein paar Dolche mit reingenommen und jetzt die ganzen Schwerter. Wenn wir jetzt eine gute Quote haben, oder ja, die ordentliche Quote, haben wir 25 Erfolge. 50% haben wir. Ich weiß gar nicht, wie viel der Versuch schon ist, Schlangenwaffen herzustellen. Ich glaube, ich habe davor schon bestimmt 150 oder 200 Tries gemacht. Vielleicht ist jetzt mal was dabei. Wir schauen einfach mal. Also wie gesagt, 4 DSS, 2 Mob und irgendwie noch Prezi, Metin, FKS, irgendwas davon. Am besten mit sehr guten Werten. Aber wir schauen jetzt mal. Also, gehen wir rein.
Okay, Müll. Perfekt. 2DS ist ein Insektenschrott. Oh, Alter. Oh boy. Oh boy. 3DS ist ein Wüstenmonster. Schrott. Brauchen wir nicht. Ein Tiere, ein Mob. Alter. 3 Tiere, Angriffsspeed. 2 Tiere. Alter, was ist das für ein Müll? Oh damn. Oh damn. Oh, oh damn. Oh, oh damn, oh damn, oh damn, oh damn, oh damn. Wir müssen dann erstmal eine Säge drüber ziehen und schauen, ob wir auf plus 1 2 Mob bekommen, weil dann haben wir vielleicht noch gute Chancen. Aber da schauen wir uns jetzt eine Tabelle an. Also, gucken wir mal rein. Die Tabelle wurde sogar erneuert. Also, bei Mob. Wenn es auf plus 1 geht und wir haben da 2 Mob, dann haben wir, wenn wir die Linie lang gehen, entweder mindestens 16% Mob oder wenn wir es auf plus 3 uppen und es dann 4% Mob hat, dann haben wir die Chance auf 20% Mob-Endwert. Und jetzt müssen wir noch gucken bei Metinstein dann. Weil wenn zum Beispiel, ich glaube Metinstein, das sehen wir jetzt hier, wenn das auf plus 1 2% hat, dann haben wir voll Metin. Also das heißt jetzt nur eine Säge drüber ziehen und dann mal schauen, was kommt. Also, boah, ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin jetzt sehr, sehr, sehr gespannt. Naja, fangen wir mal an. So, jetzt schauen wir mal. Also, wir ziehen die Segi drüber. Wir müssen ja nur gucken, ne? Wir müssen ja noch nicht appen. Wir schauen das mal. Und wir haben 2 Mob. Oh mein Gott. Das heißt, wir haben schon mal mindestens 16% Chance. Mädchen ist nicht auf 2% gegangen. Sehr schade. Aber 2 Mob, das ist viel wichtiger. Heißt, wenn wir dann auf plus 3 machen, sehen wir mehr. Aber an der Stelle sind wir erstmal durch, meine Freunde. Geiler Cliffhanger auf jeden Fall. Leute, wenn ihr wieder mit Metin 2 anfangen möchtet, Registrierungslink ist in der Beschreibung und Tiger Ghost Codes einfach auf dem Discord joinen und mir schreiben. Sonst, meine Freunde, ich bin raus. Euer Andi. Ciao. Haut rein.